Ja, hallo und willkommen. Bei diesem Video geht es darum, warum Vorbereitung so wichtig ist für deinen Erfolg. Und mit dabei wieder Business Life Coach Martin Zimmermann und meine Wenigkeit Susanna Belloni, spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Ja, Martin, ne? Dein Thema, warum Vorbereitung so wichtig ist für deinen Erfolg. Erzähl mal, du hast letzte Woche dir einen Rüffel eingeholt von deinem Coach, ne? Erzähl mal, was war da los? Ja, was war los? Es war letztlich nichts los. Das ist genau der Punkt, dass zu wenig passiert. Und warum passiert zu wenig? Weil ich mich nicht auf meine Dinge vorbereite, die ich so tue. Beziehungsweise, wenn ich nicht genügend Ahnung habe, mich reinversetze in die Ergebnisse, die ich eigentlich haben will, dann ist halt das Ergebnis meistens nichts. Und ich darf mich da in meine eigene Nase fassen. So wie es meistens bei uns ja auch ist als Coaches. Wir vermitteln Dinge und sind aber gleichzeitig in der Herausforderung, uns selbst die gleichen Dinge auch beizubringen und bei uns zu, ja, bei uns anzufangen. Das ist so, ja, die Schwierigkeit des Paradox in diesem Beruf, gebe ich auch ehrlich zu. Und es geht ja dir so wahrscheinlich und den meisten so auch so. Aber auf jeden Fall, um was es geht, was für mich essentiell ist, ist zu verstehen, dass es nicht auch darauf ankommt, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, so, da möchte ich unbedingt hin, ich möchte diese Ergebnisse haben und ich bin die ganze Zeit nur in Verbindung mit diesen Ergebnissen, sondern wie schaffe ich es wieder ins Jetzt zu kommen und Spaß und Freude dabei zu haben, meine Sachen zu machen, mit dir Videos zu machen oder generell tätig zu sein. Und mir den Tag so zu gestalten und in meine Vorstellungskraft zu gehen, damit ich die Dinge erschaffe, wie sie für mich richtig sind und wie ich glücklich bin damit. Und dann ist der Erfolg erst eine Konsequenz. Aber dazu gleich noch mehr. Wie hast du denn wahrgenommen, Susanna, beziehungsweise was ist für dich die Vorbereitung? Die Du, richtige. Vorbereitung ist alles, ja. Also ich gehe ja davon aus, dass wir das erleben, was wir uns zuerst gewünscht und vorgestellt haben. Also was in unserem Kopf eigentlich abgeht, was in unseren Emotionen abgeht. Und da liegt bei mir die große Vorbereitungsarbeit. Und ich war jetzt in der witzigen Situation. Ich habe mir jetzt einen Stimmcoach zugelegt. Also eine ganz reizende Dame, die mir hilft, auf den Videos das rauszulassen, wie ich auch ohne Kamera bin. Das klingt so komisch, aber ich wurde dann doch immer etwas steif und komisch und man hört das auch in der Stimme sehr stark und die Stimme ist enorm wichtig. Und die hat sich ganz anderes vorbereitet und hat mir ganz andere Dinge gegeben und die war so körperorientiert. Und das war wieder auch ein großes Aha-Moment, diesen Kontrast zu erleben, wo ich ja meinen Coaching-Klienten und auch sonstigen Umfeld immer mitgebe, du musst dich zuerst mental darauf vorbereiten und emotional. Also du musst dich irgendwie bei jedem Projekt oder bei jeder Tätigkeit manchmal sogar dahin bringen, dass du sie echt mit Freude machst. Sonst ist Zeitverschwendung. Ja, also selbst Steuererklärung, Buchhaltung, das sind so meine Sachen oder Haushalt, habe ich mir jetzt schon langsam so hingemanagt, dass ich sage, ja gut, während dem Staubsaugen, da mache ich mein Mentaltraining und bei der Buchhaltung, da versuche ich dann Visionen zu kriegen, wie es noch toller und größer wird. Also ich versuche so alles irgendwie hinzubiegen, dass ich es gern mache und dazu braucht es aber Vorarbeit. Also ich kann nicht erwarten, ich setze mich jetzt hin zu etwas, was ich nicht gern mache und jetzt soll es mir plötzlich Spaß machen. Kann manchmal passieren, ist aber eher die Ausnahme. Das heißt, wenn ich vorher das durchdenke, mir auseinanderglaube, nicht warum das wichtig ist und dass ich jetzt deshalb motiviert sein sollte, sondern woran mich das erinnert, wozu ich es nutzen kann, was es mir bringt, unmittelbar. Ja, kann ich ganz viel Dinge finden, ganz viele Gründe, warum jetzt Buchhaltung riesig Spaß, also riesig nicht, aber Spaß machen kann. Aber ich glaube, es ist ein Grundprinzip, wenn du erfolgreich sein willst.
wenn du das wirklich erleben möchtest, was du dir wünschst, sei es businessmäßig, sei es privat, karrieretechnisch, dann gilt es wirklich, sich auf das zu fokussieren, was vielleicht das Endresultat ist und was dich beflügelt. Und dann macht der kleine Schritt dahin, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Werbung, was auch immer dich gerade hunzt, der kann dann richtig Spaß machen. Also den kannst du dann richtig mit Energie und Leben erfüllen. Und dann gelingt er auch viel besser. Dann wird das Video gut, dann stimmen die Zahlen. Wir sehen, jede Arbeit geht dir leichter von der Hand und funktioniert einfach besser. Das wird einfach besser, die Arbeit. So, wieder viel geredet, ne? Also Martin, habe ich dich zugetextet? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auch auf das, was mein Coach mir gesagt hat. Und zwar hat er mir nochmal klar gemacht, stimme ich mit dem, was du sagst, dass man als Krieger vorangehen darf. Krieger im positiven Sinn, diesen Geist des Kriegers zu behalten und auch wirklich zu verkörpern, indem man, und was heißt Geist des Kriegers letztlich? Geist des Kriegers heißt, dass man die Dinge tut, die einem gut tun, die einem Freude bereiten, beziehungsweise im Geist der Freude Dinge zu tun. Und gleichzeitig auch diesen Geist, diese mentale Einstellung zu haben, dass es einem ja schon gut geht, dass man schon so viel geschafft hat, dass man gesegnet ist, dass man auserwählt ist, im Sinne, dass man von Menschen auserwählt wurde, die von einem überzeugt sind. Wenn man selbst nicht ist, dann hat man, deswegen hat man ja einen Coach, weil der irgendwas gesehen hat in einem und sagt, hey, Susanna, Martin, Ich merke, ihr habt Potenzial, bei euch geht irgendwas, ihr habt die Lust, ihr habt den Willen, was zu erreichen, anzutreiben, was zu erschaffen. Ich helf dir dabei. Das ist für mich zumindest meine Einstellung als Coach, mein Talent oder das Talent, glaube ich, das jeder Coach auch braucht, um in den anderen Menschen zu sehen, was die Menschen selbst nicht in sich erkennen können. Richtig. Und du wünschst dir ja diesen Menschen an deiner Seite, der so an dich und deine Vision glaubt. Ja, und das ist eben, das merke ich jetzt sogar mal bei meinem Stimmcoach. Sorry für den Einfall. Ja, gerne. Danke dafür. Das war das eine. Und das andere wollte ich auch sagen, ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, dass, ob sie es wollen oder nicht, sind sie ja schon immer erfolgreich. Ja. Der Erfolg ist ja immer nur, wie schon gesagt, der Erfolg ist eine Konsequenz, ist eine Folge aus dem, was ich denke, was ich fühle, wie ich das Ganze dann umsetze in die Taten. Und wenn man sich mal wirklich bewusst wird, und dann bin ich bei dem ersten Tipp und auch dem essentiellen, ist zu verstehen, wenn man zurückblickt in seine Vergangenheit und dem, was man schon alles geschafft hat, was hat denn das Ganze in Bewegung gebracht? Wie bin ich denn zu diesen Errungenschaften gekommen? Es kann ja aus negativer oder positiver Sicht einfach mehr, sagen wir mal, wertfrei das Ganze betrachtet, so zu sehen, dass man alles ja irgendwie kreiert hat. Und wenn man mal versteht, was so die Ursache ist, dauert vielleicht manchmal ein bisschen, bis man es schafft, indem man sich Fragen stellt, indem man so ein bisschen reflektiert und sich Ruhe und die Zeit nimmt, dahin zu kommen. Aber letztlich hat man alles selber erschaffen, was in seinem Leben so passiert ist. Und ich habe da auch lange gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Aber letztlich, ob es meine Beziehungen waren, ob es meine Erfolge waren, in beruflicher Sicht auch. Ich wollte zum Beispiel immer Manager werden, also bin ich irgendwann mal Manager. Kann ich auch. Ich wollte unbedingt die Welt bereisen. Irgendwann habe ich gemerkt, so, jetzt habe ich alle Kontinente gesehen. Und das habe ich auch irgendwann mal mir vorgenommen. Also auch wenn es mal, wie du gesagt hast, es muss ja nicht unbedingt was ein langfristiger Gedanke gewesen sein, sondern es kann ja auch mal nur wirklich so eine Millisekunde gewesen sein, wo ich gesagt habe, das habe ich mir vorgenommen und irgendwann passiert es halt. Und da fällt mir noch eine lustige, sorry, ja. Weil du gerade das erzählt hast, du wolltest Manager werden, das wollte ich auch, ja. Ich meine, da fällt mir gerade eine lustige Geschichte dazu ein, weil in meiner Schulzeit, in der Schule wirst du ja gefragt, was möchtest du dann nach der Matura oder bei euch nach dem Abitur machen? Und ich fand Manager cool. Ich dachte, das ist so universell und ja, bist so ein bisschen Chef, ja, bist so ein bisschen vielseitig, überall drinnen
und so hast du einen Überblick, das ist meins. Ne? Und dann gab es die Situation, dass zu Schulende hatten wir in irgendeinem Fach, ich weiß nicht, du kennst, vielleicht gab es das bei euch auch, der Stoff war durch und man hatte aber noch 2 Wochen totzuschlagen und dann haben wir begonnen, ein Quiz zu machen. Ja, und ich kann mich noch so gut erinnern, da habe ich ein Quiz vorgelesen für die Klasse und da stand die Quizfrage, was ist ein Coach? Ja, und damals, schon eine Weile her, hat mal der Hund, damals kannte man das noch nicht, dass der Begriff gab es nicht. Also logisch, dass wir zwar Manager werden wollten, wenn man gar nicht wusste, was ein Coach ist, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann eine aus meiner Klasse gesagt hat, wenn du es jetzt richtig ausgesprochen hättest, dann hätte das Couch geheißen und das ist ein Sofa. Ganz daneben, ich glaube, die richtige Antwort war damals Sporttrainer. Ja, damals wurde das nur mehr für den Sport verwendet. Und das Lustige ist, das Mentaltraining ist ja auch momentan im Sport eigentlich am meisten anerkannt. Als Methodik oder als Technik einzusetzen. Ne? Entschuldige, aber es ist ja klar, dass wir keine Coaches werden wollten oder wussten, was wir heute machen, wenn es das vor 30 Jahren oder 20 noch nicht gegeben hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das Lustige ist mit dem Manager, um da nochmal zurückzukommen, und da sind wir auch wieder dabei, die Frage zu stellen, wenn ich mir vorstelle, was für mich Erfolg bedeutet, ist das, was ich denn eigentlich will, diesen Erfolg, den ich haben will, kommt es wirklich von Herzen, ist es von mir, ist es in mir entstanden oder kommt es von außen? Und sowas bei mir zum Beispiel mit dem Manager, sobald ich dann Manager war, habe ich festgestellt, eigentlich will ich das gar nicht sein. Das hat mich eher unglücklich gemacht als glücklich, obwohl das Gehalt höher war und alles sich so im Äußeren verbessert hat, aber innerlich ging es mir schlechter. Weil ich abgetrennt war von dieser operativen Welt. Ich konnte nicht mehr die Dinge tun, eigentlich, die mir Spaß gemacht haben. Ich war ja im Controlling und habe, ähnlich wie du, auch mit der Informatik, mit Excel gearbeitet und programmiert rationalisiert und automatisiert. Und all das hat mir Spaß gemacht. Aber wenn man dann mal Manager ist und dann eigentlich sich hauptsächlich in Meetings aufhält und sich um die Personalführung kümmert, fällt halt diese ganze kreative Teil. Ja. Das ist eigentlich, was mir Spaß gemacht hat und für was ich aufgestanden bin morgens, um auch an Projekten wirklich tatkräftig mitzuhelfen und daran zu arbeiten. Und wenn das mal weg ist, dann hat sich die Frage gestellt, so, was ist dann eigentlich wieder meins? Und dann kam ich eben wieder zurück auf das, was du schon gesagt hast, auf dieses Mentale, woher kommt es eigentlich, dass ich trotz, obwohl ich so viel erreicht habe und so viel schon gemacht habe, dass ich trotzdem nicht glücklich bin und dann kam, was ich dann letztlich die Wurzel des Übels unter Anführungsstrichen war dann eben, dass ich Erfolge gelebt habe oder Erfolge kreiert habe, die eigentlich nicht von mir kamen, sondern eher von meiner Ex-Frau oder von meinem Umfeld. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Oder von den Eltern. Aber nicht von mir. Bei mir waren es die Eltern. Also bei mir war der Knackpunkt wirklich der, wo ich das erreicht hatte, was meine Mutter sich für mich gewünscht hat, nämlich eben einen Managerjob oder was auch immer, wie sie das genannt hätte. Ich war damals Abteilungsleiter mit, ich weiß nicht, 20 Leuten so irgendwie in einem IT-Startup, das total geboomt ist. Also war eigentlich eine coole Szene, nur die Informatiker sind einfach asoziale Wesen. Das war ziemlich anstrengend. Aber nee, ganz süße Leute, aber eben nicht so stark im sozialen IQ. Jedenfalls war dann das für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Mama, jetzt habe ich das gemacht, was du gesagt hast und du wolltest. Ja, habe mir das angesehen, habe es geschafft, macht mich nicht glücklich, jetzt mache ich, wie ich glaube. Also für mich war das wirklich der Punkt, das war so mit, ich weiß nicht, 30, Anfang 30, wo ich es dann auch kehren konnte. Weil ich dann wirklich sagen könnte, okay, das habe ich jetzt ausprobiert. Und ich habe viel gelernt. Also ich bin dankbar für die Zeit, viel gelernt, was ich nachher brauchen konnte, vor allem Online-Marketing. Aber irgendwo muss man zuerst mal die Dinge ausprobieren, die einem die anderen so quasi aufoktroyieren, um dann wirklich ganz klar sagen zu können, nein, funktioniert für mich nicht. Ja, also ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht oder wie ich davon leben soll. Das ist mir egal. Aber ich mache jetzt meins, weil es ist mein Leben und ich bestimme.
Aber das Ausprobieren ist durchaus legitim, finde ich. Ne? Das, ja, denke ich auf jeden man Fall. Man kennt ja vieles vorher noch nicht. Man muss ja so ein bisschen schnuppern. Und eben die Selbstständigkeit war für mich immer der Horror. Da habe ich gesagt, das mache ich nie. Dabei hat mir das dann jeder Arbeitgeber gesagt, du bist eigentlich mehr dafür geschaffen. Das ist mehr dein Naturell, so völlig frei zu sein. Ja. Und ja, ich muss aber sagen, diese alten Glaubenssätze, die loszuwerden, dass Selbstständigkeit scheußlich ist, ist ja jetzt doch immer die harte Arbeit. Ja, die kommen doch immer ab und zu hoch. Ja. Ja. Aber und, alles Mentalsache, ja. Ja, sorry. Ja, was ist, nein, ich wollte das nur komplementieren mit dem, mit dem Thema zum Thema Mentales. Auch wenn man sieht, wie stark doch die meisten Menschen, und da bin ich ja auch mit einbegriffen oder inbegriffen gewesen und du ja auch oder jeder von uns, wenn man so im Äußeren lebt, so in diesem sogenannten Beta-Zustand, dass da die Informationen eigentlich immer, dass man alles reinlässt von außen, auf sich reinprasseln lässt, dann ist, und das hatte ich lange Zeit, dann hatte ich mein Kopf war wie so ein, weiß nicht, wie so ein Wirbelsturm. Das war so ein absoluter chaotischer Zustand innerlich. Ich sagte so, wie, was passiert da eigentlich? Was sind so eigentlich meine Gedanken? Wie kann ich eigentlich nach vorne, wie komme ich eigentlich nach vorne? Ich habe mich immer nur tragen lassen von den äußeren, von den Wind, richtig, was so der außen geweht hat. Und letztlich ist man dann halt so, wie sage ich, ich nenne es immer so ein entwurzelter Baum, der sich dann so herum, wie im Hurricane, wenn man sich vorstellt, der sich dann so herumwirbeln lässt. Ja. Und was dann wirklich mir geholfen hat, mir wieder wirklich Fuß zu fassen und mich zu verankern, ist eben diese, sich an seine Wurzeln zu erinnern, was man eigentlich wirklich will vom Leben, was man will, zurückzugehen und sich zu fragen, was ist man eigentlich hier? Wo will man auch letztlich hin im Leben hinkommen und was dann dieses Chaos, dieses innerliche verringert hat oder auch ausgemerzt hat, ist dann, dass man Leute trifft, die erfolgreich sind und die sagen, ja, natürlich ist es wichtig, dass du einen Plan hast und so weiter, aber auf was es ankommt, und da haben wir schon jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, ist, dass man eine Freude hat und Spaß am Tun und am Leben und das Leben so akzeptiert, wie es ist und dankbar ist für das, was man alles schon geschafft hat, dankbar für das, was man hat. Und das war so die größte Umstellung für mich, zu sagen, eigentlich kommt es gar nicht darauf an, so was ich eigentlich will, sondern wer ich eigentlich bin und was macht mich aus und wie kann ich mich entfalten und wo habe ich wirklich Spaß dabei und wie geht es mir gut. Und dann will ich noch kurz ein Zitat nennen von einem gewissen Jim Rohn. Haben wir ja schon drüber gesprochen, mal, glaube ich, das ist der Mentor von Tony Robbins. Der hat gesagt, Erfolg sucht sich einen guten Ort aus, wo er bleiben kann. Also sprich, wenn ich erfolgreich sein will, dann darf ich erstmal Erfolg sein oder mich erfolgreich fühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es zum Beispiel auch so, und das haben wir schon in einem anderen Video angesprochen, und kurzer Hinweis, dass wir zu einem Video zum Thema Geld, darauf würde ich jetzt ansprechen, dass wir da auch schon Videos drüber gemacht haben. Aber beim Geld ist das beste Thema. Wenn ich nicht bereit bin, wenn ich mich nicht reich fühle, wenn ich nicht weiß, was Geld für mich bedeutet, was es mir bringt, und ich einfach nur Geld als belanglos ansehe, dann, wenn ich viel Geld mal bekommen sollte, dann ist es halt auch schnell wieder weg, weil ich keinen Bezug dazu habe. Und so ist es eigentlich bei allem. Wenn ich keinen emotionalen Bezug zu habe, zu Dingen, die ich mir wirklich wertvoll sind, dann schätze ich sie weniger als zu Dingen, wo ich sage, das ist genau das, was ich haben will, weil es für mich das bringt, weil ich ein neues Auto habe, dann kann ich schneller zu meiner Tochter fahren, dann bringe ich das in Verbindung mit was Größerem. Und nicht nur zu sagen, ich brauche das Geld, weil ich das Geld habe, weil mir jemand gesagt hat, wenn ich Millionär bin, dann habe ich für ihr alle Zeit ausgesorgt. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einwurf, den ich machen wollte. Ja, also ich sehe das auch so. Es geht für mich jetzt primär gar nicht darum, viel Geld zu haben und zu behalten, sondern vielmehr die Fähigkeit zu haben, immer genug Geld zu haben oder das, was ich gerade möchte. Ja, also mir geht es nicht darum, ich muss jetzt 10 Millionen Eisern horten wie der Dagobert Duck,
sondern ich möchte ja wieder Gustav Ganz sagen, ach, mir fällt alles zu, was ich gerade brauche, was ich mich gerade wünsche. Also das ist eher so meine Vorstellung. Aber ich glaube, darum geht's, dass man selbst seinen Vorstellungen treu bleibt und seinen inneren Wünschen, und da darf jeder Wunsch anders sein. Ja, da muss keine Bewertung geben oder keine Norm oder kein Standard. Und es gilt auch, aus den vergangenen Erfahrungen konstruktiv zu lernen. Und das ist gar nicht so leicht. Also ich knabber da auch jetzt nicht beim Business-Thema, gerade wieder mal privates Thema, wo ich so herumknabber zurzeit. Und ich habe da eigentlich eine super Technik, die ich auch wieder mal vermehrt anwenden sollte, was ich eh mache. Aber naja, man vergisst halt selber manchmal. Und zwar nennt sich die Pivoting. Und die ist von Esther Hicks. Und das ist eine ganz simple Technik. Wenn du mit einem Thema haderst, wenn es dir nicht gelingt, jetzt dir dein Business vorzustellen oder eine Kooperation mit jemandem oder ein Projekt oder was auch immer. Es gelingt dir nicht, den Gedanken, dir das vorzustellen, wie das gut kommen könnte, weil der Verstand dauernd kommt, aber das soll nicht und ja, nicht das und um Gottes Willen, was ist, wenn das ist? Ja? Dann nimm dir ein Papier her, mach zwei Spalten. Ja, Stift brauchst auch, ist klar. Also und links schreibst du einfach die, ich sage mal, Kacke auf, die schon passiert ist und von der du nicht möchtest, dass sie sich wiederholt. Und das lass ruhig die Sau raus. Also das können schon 10, 20 Punkte sein. Die Anzahl ist völlig irrelevant. Aber du musst dich irgendwie fokussieren lernen, wenn es im Kopf rund geht. Und dann auf der rechten Seite, und dann nimmst du dir ein bisschen Zeit dafür, bei manchen ist klar, bei manchen brauchst du Zeit, schreibst du das Gegenteil auf, nämlich wie du es gerne hättest. Natürlich umso konkreter, umso besser. Ja, ganz klar. Manchmal wollen wir aber nur mal, müssen wir uns dahin arbeiten. Trotzdem, bevor der Verstand dauernd Warnsignale und Achtung, Achtung und ja, das nicht mehr und so weiter macht, hilft dir diese Technik, dich dann nur mehr auf diese rechte Spalte zu konzentrieren und zu sagen, was möchte ich? Ja, zuverlässige, ich weiß nicht, erfolgreiche, lustige, positive Menschen gelingen. Ja, natürlich auch Kohle darf fließen, ja, ohne Ende. Was auch immer. Aber du lernst dich wirklich auf das zu konzentrieren, was du möchtest. Und dann kannst du deine Vorstellungskraft dafür nutzen, wie das tatsächlich alles zusammenkommen könnte. Man muss das nicht immer im Detail schon im Verstand wissen. Viel wichtiger ist die Energie, die man dem gibt und diese Einstellung, dass es gut kommen wird. Ja? Als dass ich jetzt schon ganz im Detail weiß, was wir sagen wird oder welche Zahl da rauskommt. Das kann funktionieren, aber es muss nicht unbedingt, es ist nicht notwendig als solches. Ja, bisschen überraschen lassen müssen wir uns schon noch vom Leben. Ja? Also ich bin da kein Fan davon, wenn man Visualisierungen verwendet, dass man alles bis ins Detail ausklügelt. Ich meine, dann wird es ja langweilig. Ja, also wir müssen dem Universum schon viel Spielraum geben, das ist ganz wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir uns, wenn wir uns ein Bild von unserem Business und uns als Unternehmer malen in Gedanken, dass wir das Gefühl von Leichtigkeit, Freude, ja, stolz auf sich sein und vielleicht auch Nutzen für andere ist auch ein schönes Gefühl, damit verknüpfen. Das Wesentliche, ja, als die Zahl. Ja, da spricht wieder die Energetikerin. Nee, da hast du auf jeden Fall richtig. Wir sind ja alle Energetiker. Ja. Und ich hab nur persönlich, aus persönlicher Erfahrung wirklich das so herausgefunden, dass je mehr man sich wirklich damit dieses Bild ausmalt, je mehr man in seine Vorstellungskraft geht und wie du gesagt hast, auch diese Leichtigkeit spürt, dieses Wohlwollen, die Herzlichkeit in dem, was man sich ausmalt, desto eher trifft es ein. Das war lange Zeit für mich nicht vorstellbar. Letztlich aber ist es so, dass wenn man jetzt in ein Video geht oder egal, was für eine Tätigkeit geht und sich auch die Frage stellt, was möchte ich denn damit erreichen? Oder was ist denn der Sinn und Zweck von diesem Vorgehen? Was möchte ich denn mit dieser Aktion bewirken?
Und dann sich dann so eine Klarheit bekommt im Geist, wie soll es denn idealerweise ausgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, enorm hoch. Ja, so, das schönes Schlusswort. Das danke, Martin. Weiter geht's mit unserer Videoserie nächste Woche. Thema? Haben wir da schon ein Thema? Ich habe jetzt noch keines im Sinn oder habe ich es schon wieder verschwitzt? Wir wollten noch über Ethik und Moral sprechen. Oh, stimmt. Ethik und Moral im Business. Finde ich ein wahnsinnig interessantes Thema, weil du hast es gerade angesprochen, diese Energie von Freude und Liebe und Herzlichkeit, ja, wieder mal sehr weiblich ausgedrückt, weiß ich schon. Aber die hat so viel mit der Ethik zu tun. Die gibt uns so einen Kompass hin zur Ethik, weil Moral ist überholt. Also wir beenden das Zeitalter der moralischen Vorstellungen, wo alle genormt werden, alles Gleiche anhaben müssen, tun müssen, sagen müssen und so weiter. Und wir bewegen uns gerade hin zu dieser inneren Ethik, wo jeder ganz genau weiß, was stimmig, ehrlich, anständig und liebevoll und konstruktiv ist. Super Thema. Ich freue mich auf dich. Also danke vielmals für heute, für deinen Beitrag. Danke fürs Mitmachen. Danke für die Einladung. Danke für unser gemeinsames Wirken. Mich sehr gefreut. Wenn es dir gefallen hat als Zuschauer, dann setz doch gerne auch ein Like drunter oder abonniere Susannas oder meinen Kanal, wo du viel mehr erfährst bei Susanne, speziell über Metaphysik, bei mir über alle Themen rund ums Business und die Persönlichkeitsentwicklung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen, Susanne, danke fürs den Austausch, hat mich sehr gefreut, sehr geehrt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schön war's mit dir. Also bis zum nächsten Mal zum Thema Ethik und Moral. Tschüss. Ciao.